Es ist kurz nach 18 Uhr. Ich darf euch herzlich begrüßen zum Start unserer Webinarreihe mit dem Thema Talentförderung in Brandenburg. Mein Name ist Martin Eismann. Ich bin Cheftrainer im Fußball-Landesverband und bin für das erste Webinar der Referent. Mir zur Seite steht Michael Flotron, langjähriger Trainer, DFB-Stützpunkttrainer. Und der wird das Ganze für euch im Hintergrund so ein bisschen mit meinem Bild, mit der Präsentation immer wieder hin und her switchen und wird natürlich auch für euch da sein, wenn es nämlich dann später auch um eure Fragen geht. Ihr könnt mich sehen, ich euch aber nicht. Ebenfalls kann ich euch nicht hören. Ich hoffe, dass ihr mich alle gut hören könnt. Ihr seid anonym drinnen. Nichtsdestotrotz haben wir die Möglichkeit zu kommunizieren. Oben rechts bei jedem sollten zwei Blasen mit einem Fragezeichen drinne sein. Ich habe das Ganze mal gelb markiert und wenn ihr dort draufklickt, findet ihr einen Frage-Antwort-Bereich. Und darüber ist es möglich, mit uns dann fortan zu kommunizieren. Stellt ruhig die ganze Zeit eure Fragen. Wir werden immer wieder ein paar Breaks einsetzen, um diese Fragen zu klären. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, trotzdem etwas in Kommunikation zu kommen. Mit menti.com wäre es super, wenn ihr über ein externes Gerät euch anmeldet, zum Beispiel euer Handy oder zusätzlich euer Tablet. Es geht natürlich auch eine neue Registerkarte. Gebt dort auf menti.com die 17 60 63 ein und ihr werdet schon sehen, wir wollen auch ein bisschen euch kennenlernen. Nicht nur, dass ihr uns und unsere Talentförderung kennenlernt und mal schauen, wer denn hier alles so dabei ist. Allgemein die Info, immer wenn ich von Talentförderung spreche, spreche ich erstmal allgemein von Jungen und Mädchen. Das heißt, wir haben sicherlich dann noch irgendwann eine Trennung, aber nichtsdestotrotz, das, was für die Jungen gilt, gilt auch erstmal für die Mädchen. Außer, ich sage es euch dann schon. Ansonsten schaut gerne immer wieder auch auf flb.de rein. Dort habt ihr die Möglichkeit, auch nach diesem ganzen Webinar eure Fragen noch loszuwerden oder auch gerne direkt zu dem Thema an mich, martin.eismann@flb.de. Ja, damit starten wir auch definitiv in die Runde. Erst einmal zum Anfang. Ich bin ein wohlerzogener Mann, aber ihr habt es schon mitbekommen. Ich werde das Ganze versuchen, in der Ihr-Form auf alle Fälle durchzuführen. Mit Sie und, und. Nehmt es mir nicht übel, aber ich denke mal, wenn wir beim Ihr und Euch sind, dann sollte das auch schon soweit gut passen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß und wir starten schon mal mit der ersten Menti-Folie. Dort sollt ihr mal eintragen, wer ihr seid und zu welcher Altersgruppe ihr zählt. Eben war schon mal die erste Hochrechnung zu sehen und auch bei uns über 180 Leute haben am Anfang, als wir jetzt losgelegt haben, daran teilgenommen. Das freut uns erstmal wahnsinnig sehr. Wir sehen, die 30- bis 49-Jährigen sind aktuell in der leichten Überzahl und allen anderen und euch natürlich auch erstmal herzlich willkommen. Als nächstes gucken wir mal drauf, wie viele Personen noch zusätzlich in eurem Haushalt aktuell dieses Webinar verfolgen. Seid ihr alleine oder seid ihr vielleicht auch zu zweit oder sogar in eurem Haushalt zu dritt oder mehr als drei? Das würde uns als nächstes mal gerne interessieren. Von daher klickt, was das Zeug hält. Wir sehen schon, viele sind alleine, die zugucken, aber auch einige zu zweit und sogar einige, bisher eine Familie höchstwahrscheinlich, die mehr als drei sind. Super. Wir freuen uns natürlich über jeden, der alleine, zu zweit, zu dritt oder natürlich auch mehr Personen dort zuschauen. Herzlich willkommen und wir werden das Ganze jetzt fortführen. Und zwar, die Begrüßung ist durch. Wir haben ein paar allgemeine Informationen rausgehauen und wollen uns jetzt vor allen Dingen um den Bereich Talentförderung im FLB kümmern. Schön, dass
sicherlich auch aus den unterschiedlichen Bereichen von Spieler, Spielerin, Trainer, Trainerin, interessierte Eltern, viele eingeschaltet haben. Und ich bin überzeugt, da werden wir auch noch einen kleinen Überblick bekommen. Insgesamt möchte ich aber erstmal einen kurzen Überblick über Brandenburg geben, weil nicht jeder kennt sich ja auch in Brandenburg aus. Wir haben insgesamt über 29.000 Quadratkilometer Fläche. Das ist das fünftgrößte Bundesland in Deutschland. Über 2,5 Millionen Einwohner leben hier in Brandenburg. Das ist Platz 10. Und das macht aber eine Bevölkerungsdichte von 85 Einwohnern nur, muss man sagen, pro Quadratkilometer. Das Fazit ist, wir sind ein Flächenland und wir sind aber ein ganz, ganz, ganz kleines Bundesland im Vergleich zu den anderen bezogen auf die Bevölkerungsdichte. Trotzdem, insgesamt circa zwischen 19.000 und 22.000 Neugeborene pro Jahr kommen auf die Welt. Und ja, um die geht es im Endeffekt. Denn irgendwann entwickeln die sich und wollen natürlich Fußball spielen. Und die ersten Angebote geben natürlich die Eltern. Also beginnen die schon mal mit der Entwicklungsförderung, weiter über Kita, Kinderkrippe, Kindergarten und die Schulen. Die müssen aus meiner Sicht unbedingt dann auch für Bewegung sorgen. Anschließend entscheiden sich die Eltern, okay, mein Kind kommt in den Sportverein. Uns ist natürlich am liebsten in einen Fußballverein. Egal ob Nord, ob Süd, ob West, ob Ost, insgesamt bieten euch 668 Vereine die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu gehen. Unsere Empfehlung ist klar, versucht auf jeden Fall wohnortnah euer Kind unterzubringen. Viele Vereine bieten bereits ab 4, 5 Jahren erste Schnupperkurse an. Ab 6, 7 Jahren geht es dann schon etwas mehr zur Sache. Wir schreiben aktuell über 99.000 Mitglieder. Ich habe euch mal die Zahlen aus dem Ende 2019 aus der Statistik mitgebracht. Dort sieht man schon, dass die Männer einen prozentualen hohen Anteil bilden. Und dass anschließend sicherlich die Jungen bis 14 Jahren dann anschließen. Wenn man sich das so anschaut und so eine Art gleich von einer Art Gleichverteilung ausgeht, sind wir circa bei 2.000 bis 3.000 Jungen pro Jahrgang und natürlich auch inklusive der Mädchen, die sind dort mit reingerechnet. Wir haben über 3.700 Mannschaften in unserem Landesverband. Aber, und das ist jetzt so der erste Knackpunkt natürlich, nur 1.875 B- und C-lizenzierte Trainer und Trainerinnen. Plus es kommen noch Elite-Jugendlizenztrainer, A-Lizenztrainer und Fußballlehrer obendrauf. Das muss man natürlich bedenken. Nichtsdestotrotz gibt es da schon ein großes Unverhältnis und eine Ungleichheit. Das heißt, wir gehen ja dann davon aus, dass trotzdem diese Mannschaften geführt werden von Personen. Und wir wollen euch gerne ermutigen, wenn ihr die Ambition habt, euch trotzdem weiterzuentwickeln und der Verein auch voll dahinter steht, dann geht auf alle Fälle eurem Wunsch nach. Holt euch mehr Fachwissen, mehr Ausbildung und ja. Das Alter ist völlig egal. Die Qualifizierungsangebote gibt es durch eure Kreise, also auch wohnortnah, durch den Verband und geht auf alle Fälle in die nächste Stufe eurer Weiterentwicklung. Am Ende wird es euch und oder euren Spielern und euren Spielerinnen auf alle Fälle sehr dankbar sein. Nichtsdestotrotz an dieser Sache oder an dieser Stelle ein herzliches Danke jedem einzelnen Trainer, jeder einzelnen Trainerin, die nicht nur in Brandenburg, in ganz Deutschland, ganze Welt einfach wahnsinnig tolle Arbeit machen. Nicht nur die Trainer und Trainerinnen, sondern dazu gehört ja ein ganzer Stab. Das muss einfach mal gesagt werden und wir sind stolz darauf, dass ihr mit uns am Ende die Talentförderung auf den Beinen haltet, die wir einfach benötigen. In diesen Mannschaften, von denen wir gesprochen haben, sind statistisch gesehen von zweiter Kreisklasse bis zur Brandenburg-Liga alle
Alle Ligen vertreten. Wir haben Mannschaften im Männerbereich, die in der Oberliga dabei sind, in der Regionalliga bis zur Regionalliga. Wir haben im Juniorenbereich Mannschaften, die bis zur Bundesliga spielen und im Juniorinnenbereich. Wir haben Mädchenstaffeln, wir haben Mädchenmannschaften, die in Jungsligen spielen und wir haben aber auch Vertreterinnen, die in der B-Junioren-Bundesliga spielen, in der zweiten Liga und natürlich auch in der ersten Frauenfußball-Bundesliga. Ja, für mich persönlich ist immer der Trainer oder die Trainerin der Schlüssel. Deswegen nochmal ganz wichtig, das altersgerechte Ausbilden und Fortbilden und Fordern und Fördern der ganzen Spieler und Spielerinnen. Von daher nochmal die Ambition geweckt, hoffentlich, dass jeder auch nochmal überlegt, ob er sich nicht nochmal ein Stück weiterentwickeln möchte. Speziell für die Mädchen gilt in den Vereinen, sie dürfen, und das ist das DFB-Gesetz und auch danach richten wir uns, bis einschließlich A-Junioren altersgleich spielen, um da auch mal mit vielleicht dem einen oder anderen Vorurteil aufzuräumen, aber auch natürlich unter gewissen Talentförderungsgründen dürften sie in Jungsmannschaften mit jeweils einer Klasse unten drunter spielen. Das heißt, ist es eine B-Juniorin, dürfte sie durch ein Sonderspielrecht auch mit einem Antrag im C-Juniorenbereich spielen. Das erstmal zu den Vereinen. Ganz allgemein, wir sprechen immer von einem langfristigen Leistungsaufbau. Und der geht in den Verein los und erfolgt stufenweise. Mit hoffentlich wahnsinnig viel Liebe zum Detail. Wir brauchen dort unbedingt Experten, die durch Planung und Konzeption von Schwerpunkten und Inhalten die Spieler und Spielerinnen optimal fördern. Das geht los über vielseitige Bewegungsschulung, über die Techniken unter Zeit, Gegner, Raumdruck, 1 gegen 1. Extrem viele Spieler, Spielerinnen sind dort in oder haben dort in dem Bereich auf jeden Fall große Defizite und einfach noch Potenzial, wo wir als Trainer ansetzen müssen, je nach Altersklasse, sie einfach weiter zu fördern. Es geht bis hin zu extrem komplexen Trainingsformen über Spielsysteme, über Spielphilosophien. Und am Ende des Tages möchte ich es trotzdem nochmal unterstreichen, der Verein und vor allen Dingen der Heimatverein ist die Basis. Und auf diese Basis sind wir in Brandenburg als Landesverband extrem stolz. Der Spieler, die Spielerin muss, und das ist meine Philosophie, im Mittelpunkt stehen. Der Trainer, die Trainerin, sollte am Ende sich nur um das Talent kümmern. Es ist natürlich schwierig, wenn ich alleine als Trainer mit 22 Leuten oder mit 22 Spielern auf dem Platz stehe. Nichtsdestotrotz gibt es Mittel und Möglichkeiten und in der Ausbildung kriegt er zum Beispiel auch einige mit an die Hand. Es wäre super, wenn diese ausgebildeten Trainer auch ein Vereinskonzept an die Hand bekommen würden. Und das Vereinskonzept könnte zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem Jugendleiter auch erstellt werden, um jeden Spieler, jede Spielerin extrem gut auszubilden für die nächste Stufe. Und dazu kommen wir jetzt gleich. Aber davor wollen wir gerne noch abfragen, wo oder was bist du? Bist du männlich, weiblich oder divers? Ihr seid dran. Ich bin gespannt, wer aktuell hier in der Überzahl ist und schauen uns das mal hier an. Aktuell führt die männliche Garde. Okay. Leichter Überschuss der männlichen Bevölkerung. Trotzdem wunderbar, dass auch die Spielerinnen, Frauen dabei sind und sollte sich jemand bei divers eingeklickt hat, haben auch das. Super schön, dass ihr dabei seid. Okay, das war es erstmal
zum ersten Teil, dem Verein. Wir gehen gleich weiter zu den nächsten Punkten. Aber Flotti, ich habe mal eine Frage. Gibt es denn nämlich schon Fragen? Ja, Martin, wir haben schon ein paar Fragen. Ich bin schon gerade dabei, ein paar davon zu beantworten. Vielleicht nochmal der Tipp von euch, wenn ihr die gleiche Frage habt, wie schon einmal gestellt, bitte klickt auf das Like-Symbol, dann sieht man immer, wer oder welches die Frage am meisten um Beantwortung bettelt. Und die zweite Bitte, fragt bitte auch am Thema, nämlich Talentförderung. Alles Weitere können wir gerne später nochmal besprechen. Und wir haben jetzt aktuell mal zwei Fragen, die ich mal an dich weitergeben würde. Zum einen, da kommst du vielleicht noch drauf, gibt es die Frage, ich war bei der Sichtung in Perleberg verletzt. Wie geht es jetzt für mich weiter? Und die andere Frage, die hier aufgeploppt ist, die auch schon mehrere Leute gestellt haben. Wir haben viele junge Trainer. Wie sieht es denn eigentlich bei der Trainerausbildung aus? Kann man da auch irgendwas anbieten? Also Talentförderung nicht nur im Sinne einer sportlichen, der Spielersicht, sondern auch der Trainersicht. Wäre vielleicht auch nochmal eine Frage für ein eigenes Webinar, würde ich fast sagen. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also es geht ja jetzt in diesem Webinar einmal um einen Start, den wir hier mit euch vollziehen. Und am Ende gibt es natürlich auch noch den Ausblick und erstmal weitere Informationen, wie es mit den Webinaren weitergeht. Ich greife schon ein bisschen vorweg. Wir haben uns in den letzten 3 Wochen wahnsinnig viele Gedanken gemacht, wie wir trotz dieser ganzen sehr, sehr schweren Zeit auch an die Trainer kommen und etwas anbieten können. Also das ist bei uns auf dem Plan und damit komme ich dann auch noch mit konkreten Fakten. Also auch für diese Ausbildung definitiv ist es möglich, weiter auch in diesen Formaten sicherlich zu dozieren. Ich hoffe erstmal, dass damit die Frage beantwortet ist. Später komme ich nochmal drauf. Und zu der anderen Frage. Erstmal schön, dass du dabei bist und wir haben noch weitere Nachsichtungstermine, die werde ich nachher so von dem Schema her auch noch bekannt geben und du wirst auf alle Fälle, vielleicht trifft es auch noch den einen oder anderen, du wirst auf alle Fälle über deinen DFB-Stützpunkt oder aber auch über uns noch Bescheid bekommen, wann der nächste Sichtungstermin dann ist, um noch den Traum wahrzumachen, um auf die Sportschule zu kommen. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Flotti, hast du noch was hinzuzufügen? Das war es soweit. Vielleicht noch kurz die Frage nach den Unterlagen, die ich jetzt auch gerade beantwortet habe. Der Stefan Götz, unser Social Media Experte, wird das Webinar nochmal auf YouTube für euch bereitstellen. Und für die, die sich nicht nochmal alles anschauen wollen, gibt es dann, würde ich jetzt einfach mal sagen, von dir, Martin, nochmal die Präsentation im Anschluss irgendwo zum Download, vermute ich jetzt einfach mal. Das können wir ja so einrichten. Super. Dann war es das. Dann machen wir mal weiter. Ihr wart sicherlich schon fleißig bei der nächsten Frage für unsere Menti-Folie. Wer guckt denn hier so zu? Sind es mehr Spieler, Spielerinnen, Trainer, Trainerinnen, Elternteile, die sich hier auch bei menti.com angemeldet haben? Sind es vielleicht auch Verbandsmitarbeiter oder nur Interessierte oder auch Verwandtschaft in Form von Großeltern, Tanten, Onkel? Da sind wir jetzt mal gespannt, wie das Ranking ausfällt. Aktuell ein kleiner Vorteil für die Trainer und Trainerinnen. Es freut mich natürlich auch, dass Verbandsmitarbeiter hier dabei sind. Okay. Die Zielgruppe, die es selbstverständlich auch treffen sollte, neben den allen anderen Interessierten, sind auch die Trainer. Es freut mich, dass einfach so viele Trainer auch ganz explizit dabei sind. Von daher ist das eine tolle Sache, das kann ich immer nur wieder sagen. Und wir klicken mal weiter, denn wir möchten auch wissen,
aus welchem Bundesland ihr seid. Wir haben alle NOV-Länder hier drauf. Einmal aufgeschrieben von Brandenburg, Berlin, Thüringen, Sachsen, MacPom, Sachsen-Anhalt, Rest der Bundesrepublik oder vielleicht aber auch aus dem Ausland. Mal gucken, wie viele dabei sind. Die meisten sind aktuell aus Brandenburg, 4 aus Berlin. Herzlich willkommen. Eine Person aus Thüringen. Freut mich extrem. Schön, dass du dabei bist. Rest der Bundesrepublik. Super. Selbst MacPom hat es mitbekommen. Das ist klasse. Und auch aktuell wird das Ganze in Sachsen geschaut. Prima, die Brandenburger haben leicht die Nase vorn. Und damit geht es weiter. Wir kommen zum nächsten Punkt. Und da geht es jetzt als nächstes in unserem vielseitigen Bereich oder vielseitigen Institution um die DFB-Stützpunkte. Insgesamt haben wir 17 DFB-Stützpunkte und weitere Lebensstützpunkte. Die DFB-Stützpunkte habe ich euch mal hier mit einem Sternchen markiert. Wie ihr schon seht, ist es eine absolut flächendeckende Förderung, damit wir auch optimal die Jungs und Mädels in diesen Stützpunkten fördern können. Insgesamt haben wir in den meisten DFB-Stützpunkten 2 bis 3 lizenzierte Trainer oder Trainerinnen. In einigen Stützpunkten ist auch sogar nur ein Trainer. Das ist aufgrund der Demografie geschuldet. Aber dann kommen auch immer noch Assistenten dazu, die uns tollerweise auch immer wieder unterstützen. Und auch mal an dieser Stelle herzlichen Dank für eure Arbeit. Ihr seid in dem System extrem wichtig, weil, und da komme ich auch gleich noch drauf, ihr eine Talentselektion schon mal vornehmt, die eine extrem große Arbeit auch, wo eine extrem große Arbeit auch drin steckt. Volkmar Kuhle ist der DFB-Stützpunktkoordinator. Der koordiniert alle Stützpunkte, alle Trainer. Und das Ziel ist natürlich die zusätzliche wöchentliche individualisierte Talentförderung dort durchzuführen. Es ist eine zusätzliche Trainingseinheit, ergänzend zum Vereinstraining. Wir sagen auch ganz klar, es ist ein Mosaikstein für den langfristigen Leistungsaufbau, aber für uns extrem wichtig, weil dort an diesem Stützpunkt die besten Spieler und Spielerinnen zusammenkommen sollen. Jetzt ist die große Frage, wie komme ich denn an so einen DFB-Stützpunkt? Generell sind die Sichtungen ab dem E-Jugendalter, vorwiegend ab der U11, die DFB-Stützpunkttrainer gehen im Endeffekt zu Vereinsspielen, schauen sich an den Wochenende diese an und gehen danach in Kommunikation mit euren Trainern. Das kriegt ihr manchmal gar nicht mit, aber dort wird sich ausgetauscht. Allerdings, Kommunikation ist auch keine Einbahnstraße. Und unsere Stützpunkttrainer sind auch auf den Rückweg angewiesen, dass wenn ein Talent sich beispielsweise im Verein befindet, ihr dann auch dieses Talent ihnen nennt. Weil es kann ja mal sein, dass es krank ist oder es ist einfach weg. Oma hat Geburtstag zum Beispiel und deswegen brauchen wir da auch die gegenseitige Kommunikation. Und wir sind über jede Kommunikation und über jede Information vor allen Dingen dankbar. Danach werden gesichtete Spieler eingeladen, die kommen dann mehrmals zum Training, trainieren mit und anschließend soll es ein Gespräch geben, wie dann der weitere Verlaufsweg ist. Für Spieler, die am Stützpunkt bisher noch nicht sind, also die neu in dieses Stützpunktsystem vom Jahrgang her kommen, gibt es am Ende einer Saison immer wieder auch Sichtungen. Und an diesen Sichtungen nehmen dann ganz viele Spieler dann auch teil. Und dann wird daraus aus diesen großen Sichtungen ein Stützpunktkader kreiert. Ich habe ja schon mal gesagt, pro Jahrgang
bis zu 3000 Jungen und Mädchen, die Fußball spielen. Und in diesen DFB-Stützpunkten, da sehr, sehr individuell stattfinden soll, dieses Training, reduzieren wir auf pro Jahrgang 250 bis 300 Spieler und Spielerinnen ausschließlich. Das ist manchmal für den einen oder anderen schwierig, das wissen wir. Das Ziel ist es dennoch, diese Spieler und Spielerinnen weiterzuentwickeln und vorzubereiten für Sportschulsichtung. Es kommt gleich nämlich noch das nächste Thema. Und sie entwickeln diese Spieler nicht nur für die Sportschule weiter, sondern selbstverständlich begleiten sie sie auf dem Weg zu den Landesauswahlen und auch bis hin zum Profispieler und oder zur Nationalspielerin. Nationalspieler ist einfach der DFB-Stützpunkt, genau dieser Mosaikstein, der vor allen Dingen im technischen und individualtaktischen Bereich extrem wichtig ist. Wir haben ja hier einen Profi dabei. Micha, habe ich denn noch irgendwas vergessen? Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Und gibt es vielleicht auch zum DFB-Stützpunkt schon irgendwelche Fragen? Zum DFB-Stützpunkt an sich gibt es noch keine konkrete Frage. Es gibt aber durchaus die Frage, wie können denn die Trainer, also nicht nur Stützpunkttrainer, sondern auch die Vereinstrainer natürlich, in die Talentförderung einbezogen werden? Und es gab auch noch die Frage, wie messen wir denn eigentlich den Erfolg unserer Talentförderung? Vielleicht kannst du die beiden Themen mal kurz ansprechen. Ja, sehr, sehr gerne. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass Kommunikation keine Einbahnstraße ist. Das heißt, wir sind auf jeden Fall, um Kommunikation im Bereich DFB-Stützpunkt, aber auch Verband extrem bemüht. Wir wollen wahnsinnig transparent kommunizieren und auch Entscheidungen, die wir treffen, klar mit Vereinstrainern und mit DFB-Stützpunkttrainern absprechen, besprechen. Das heißt, wir haben dort schon mal die Möglichkeit, in den Austausch zu gehen. Ich glaube persönlich, dass das ein extrem wichtiges Mittel ist, um in Brandenburg noch erfolgreicher zu sein. Und des Weiteren hat man die Möglichkeit, auch als Trainer einer Vereinsmannschaft am DFB-Stützpunkttraining als Zuschauer oder auch an Fortbildung beispielsweise teilzunehmen. Und ich bin überzeugt, dass wenn man auch mal anfragt, ob man dort gewisse Zeit hospitieren kann, die DFB-Stützpunkttrainer sicherlich auch nicht abgeneigt sind, sondern dort eher sagen, auf jeden Fall komm vorbei und wir integrieren dich dort in unsere Stützpunktarbeit. Micha, habt ihr denn das auch schon gemacht? Wir freuen uns immer, wenn Trainer aus den Vereinen mit dabei sind und sich auch die Trainingseinheiten anschauen. Und wir haben ja auch die Infoabende, die die Trainer als Fortbildung nutzen können. Jetzt auch wieder ab 2020 dann als Lizenzfortbildung. Also insofern ist das sehr schön, dass wir immer auch viele Kollegen aus den umliegenden Vereinen dabei haben, die dann halt auch ihre Spieler am Stützpunkt sehen. Super. Was war die zweite Frage? Die zweite Frage: Wie misst man denn den Erfolg der Talentförderung? Und vielleicht kann ich gleich noch eine Frage weiterreichen aus dem Talentförderbereich. Und zwar: Was ist denn, wenn die Spieler, die an den Stützpunkten trainieren, nicht die Möglichkeit haben, dann einen hochklassigen Spielbetrieb am Wochenende zu genießen? Ja. Ich gehe erstmal auf den Erfolg ein. Für mich ist in diesem Bereich Erfolg die Weiterentwicklung von Spieler und Spielerinnen. Das heißt, sie kommen einen Schritt weiter, sei es an die Sportschule, sei es in die Landesauswahl, sei es von einem etwas kleineren Verein, der einfach dort durch eine tolle Talentförderung es schafft, auch Spiele, sage ich mal, weiter zu gewinnen, für sich zu entscheiden. Und so Überraschungsmannschaften gibt es ja auch in diesem Bereich. Also das ist für uns Erfolg. Es wird nicht an Ergebnissen gemessen. Ein Erfolg ist unterschiedlich zu bewerten. Auch ein 0:0 zu einer Halbzeit ist für den einen oder anderen Verein oder für die eine oder andere Mannschaft einfach ein Erfolg. Und ich glaube, wir müssen unbedingt weggehen von diesem leistungsorientierten, frühzeitigen Denken, dass ich nur 10, 20, 30:0 gewinnen muss. Solche Ergebnisse kommen ja durchaus zustande. Und da schließt sich so gleich der nächste Gedanke an. Wir sind extrem daran interessiert,
die Qualität im Spielbetrieb zu erhöhen. Wir haben jetzt vor knapp einem Monat zusammengesessen und haben dort über den E-Junioren-Spielbetrieb gesprochen. Also es dreht und wendet sich ganz viel. Wir haben jetzt die Qualität im D-Junioren-Bereich leicht erhöht. Das ist sicherlich erstmal eine Form, die wir gewählt haben oder die durch viele Vereine war, so war es ja. Also es gab dort auch eine Besprechung, mehrere Besprechungen. Es gibt dort die Möglichkeit, sicherlich dann auch nochmal nach der ersten Saison wieder drüber uns auszutauschen. Wie war diese erste Saison? Und mit diesen Erkenntnissen müssen wir einfach es schaffen, kein Dogma zu setzen, sondern einfach immer uns versuchen weiterzuentwickeln. Ja, dass wir immer in die Evolution gehen und einfach uns nichts übers Knie brechen, aber uns auch immer wieder ständig weiterentwickeln. Das ist für uns wichtig. Zu weiteren Erfolgen, wenn es dann um die DFB-Stützpunktspieler geht, die zum Beispiel dann auch im Bereich der Landesauswahl dann reinkommen. Da komme ich dann später nochmal drauf, was beispielsweise unser Ziel ist im Bereich der Landesauswahl und was da so die Maßgabe ist. Micha, hast du noch Ergänzungen zum Bereich DFB-Stützpunkt? Eigentlich nicht. Ich würde sagen, Martin, wir machen weiter. Wir sind ja, straff in der Zeit und das alles Weitere beantworte ich dann hier noch so ein bisschen nebenbei online. Super. Dann geht es auch komplett weiter. Neben dem DFB-Stützpunkt und dem Verein schließt sich natürlich die Schule und das NLZ, das Nachwuchsleistungszentrum, an, von dem wir eins haben. Wir haben im untersten Bereich die sportbetonten Grundschulen in Cottbus durch das MBJS, also das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, ist das klar definiert, dass wir dort eine sportbetonte Grundschule haben mit dem Schwerpunkt Fußball. Wir haben weitere Schulen, die den Schwerpunkt Fußball auch haben. Und ebenfalls, seht ihr die ganze Mal auf der Karte, haben wir Sportschulen, einmal in Potsdam mit dem Stützpunkt tragenden Verein Turbine Potsdam, in Frankfurt-Oder mit genau dem gleichen Verein, also 1. FC Frankfurt-Oder und Energie Cottbus in Cottbus. Und dort ist auch das Nachwuchsleistungszentrum. Allgemein gilt immer für meine Auswahlspieler drei Regeln: Familie, Schule und Verein. Wenn dort die Leistungen stimmen und passen, dann haben sie definitiv das Privileg, auch für die Landesauswahl zu spielen. Und deswegen auch an dieser Stelle extremes Ausrufezeichen: Die Schule muss passen. Das muss stimmen, das ist wichtig, weil, und das ist vielleicht für den einen oder anderen schwer zu verstehen, nicht jeder wird ein Profi und auch nicht jeder wird sein Geld fortan mit dem Fußball verdienen. Ich möchte einmal die Möglichkeit nutzen, um eins klarzustellen, und zwar: Nicht wir legen fest als Landesverband, wer ist sportbetonte Grundschule oder wer ist Sportschule oder wer ist Nachwuchsleistungszentrum. Das machen andere. Also wir haben in diesem Entscheidungsprozess nichts mit zu melden, sondern MBJS, DFB, Landessportbund oder auch in Abstimmung mit dem Olympiastützpunkt. Das möchte ich hier nochmal ganz klar sagen, weil es immer wieder auch die Fragen kommen: Wie werde ich denn Nachwuchsleistungszentrum? Und das muss jeder Verein, muss die Voraussetzungen selbst für sich verantworten und ist dafür auch verantwortlich, diese Bedingungen einfach zu schaffen. Ja, zu den Sportschulen, die wir in Potsdam, Frankfurt und Cottbus haben, einfach nur eine Kleinigkeit. Und zwar: Wir haben deutschlandweit ein einmaliges System. Wir haben für die optimale Entwicklung alle Parteien, die man braucht: Verein, Schule, Internat, die Trainingsplätze und bei zweien sogar der Verband, ist auf einem Gelände des OSPs. Das ist für eine optimale Abstimmung auch für die Talente natürlich überragend. Und an den Sportschulen findet dann mehrmalig am Tag abgestimmtes Training statt mit ausgebildeten sogenannten Lehrertrainern, die auch ab der 7. Klasse mit den Spielern und Spielerinnen trainieren. In Potsdam sind ausschließlich Spielerinnen, in Frankfurt-Oder und Cottbus sind die Spieler. An diesen Sportschulen wird am Ende des Tages
die perfekte Symbiose zwischen Schule und Leistungssport geschaffen. Zu den Sportschulsichtungen, weil das ist ja auch immer eine Frage, die sicherlich kommt und eben kam sie ja auch schon mal ansatzweise. Es ist immer möglich, als sogenannter Quereinsteiger auf eine Sportschule zu kommen. Man bewirbt sich per Mail an einem der Standorte. Auf den Vereins-Homepagen findet er dort auch ein entsprechendes Formular. Dann gibt es einen weiteren Weg in optimaler Zusammenarbeit zwischen Vereinen und Verband und dem DFB. Stützpunkten haben wir einen Start, meistens im September oder ab September. Dort finden an 3 Standorten die dezentralen Sichtungen statt, für vor allem die DFB-Stützpunktspieler. Es gibt für den jüngeren Jahrgang, den wir dort sichten, eine weitere Zwischensichtung, die in Perleberg stattfindet. Und anschließend findet schon die Finalsichtung für den älteren Jahrgang ebenfalls in Perleberg statt. Das ist meist so Mitte November. Ende November ist dann die Finalsichtung für den jüngeren Jahrgang. Es ist deswegen so, weil der jüngere Jahrgang mit einer Vielzahl an Jungen dort zu uns zur Sichtung kommt. Und der ältere Jahrgang, der ist bereits schon die meisten an der Sportschule. Und deswegen ist dort nur noch sukzessive, dass wir den einen oder anderen dort einschulen. Die Nachsichtungen finden meistens im Mai statt. Ob wir dieses Mal durchführen können zu dem geplanten Termin, das ist der 13., 15., ich glaube 13. Mai. Ob der dort stattfindet, weiß ich noch nicht. Ihr erhaltet auf alle Fälle über eure DFB-Stützpunktspieler Bescheid oder könnt auch noch selbstständig nachfragen. Wir haben ein einmaliges Konzept entwickelt, wo wir die Lehrertrainer, den DFB-Stützpunktkoordinator, die Verbandsmitarbeiter, die stützpunkttragenden Vereine auch zusammennehmen, die DFB-Stützpunkte, die DFB-Stützpunkttrainer, weitere Vereine und vor allen Dingen auch den Bereich Sportpsychologie vergessen wir nicht und freuen uns, dieses Konzept entwickelt zu haben und sind dort sehr, sehr gut aufgestellt. Als nächstes möchte ich zu meinem Kerngeschäft kommen, den FLB-Auswahlen. Einmal möchte ich vorstellen das Team Talentförderung aus dem weiblichen Bereich mit Sabine Seidel, U12-Auswahltrainerin. Sie ist noch hauptverantwortlich für den DFB-Stützpunkt in Potsdam, wo ausschließlich Mädchen trainieren. Und sie ist auch noch die Standortverantwortliche am OSP für den Bereich Fußball. Tina Koblin. Sie trainiert die U14 und U16 Landesauswahl. Sie ist verantwortlich für die Quereinsteigersichtung bis zur 10. Klasse und ist ebenfalls noch im Bereich der Einschulung tätig. Thomas Kantler hat die U19 Landesauswahl im weiblichen Bereich und auch noch Trainer der zweiten Frauenmannschaft von Turbine Potsdam. Er übernimmt die Sichtung der Sekundarstufe 2, also ab 11. Klasse und hilft auch noch immer aus bei der Einschulung. Volkmar Kuhle habe ich vorhin schon angesprochen. Der ist der DFB-Stützpunktkoordinator und ist maßgeblich auch bei den Einschulungen mit beteiligt. Mein Kollege Jens Melzig für die U15, U16 und U18 Auswahl und für die Einschulung verantwortlich. Und in der Mitte, das bin ich. Ich bin Auswahltrainer der U14, bin noch in der Ausbildung weiterhin tätig. Und auch für die Einschulung hauptverantwortlich. Ja, das erstmal zu unserem Team im Bereich Auswahl. Was suchen wir aber für Spieler und Spielerinnen für diese Auswahl? Das fragt sich ja dann auch jeder, der beispielsweise aus der U13 rauskommt. Und ich habe es mal ein bisschen grafisch gemacht. Wir wollen Spieler, die eine wahnsinnige filigrane Bewegung haben, die richtig gut Bewegungen umsetzen können und damit natürlich auch Techniken, die wir im Fußball haben, einfach optimal beherrschen. Wir wollen Spezialisten, vor allen Dingen im 1 gegen 1, offensiv wie defensiv. Und wir brauchen Spieler und Spielerinnen, die einfach vom Kopf her total schnell sind, die mit Stresssituationen gut umgehen können und wahrnehmen, und entscheiden, so schnell handeln können wie kein anderer oder andere. Plus, natürlich brauchen sie auch noch athletische Voraussetzungen, Schnelligkeit, Ausdauer.
Danach suchen wir und so bauen wir das Ganze auch auf, weil unsere Aufgabe, und da liegt dann am Ende des Tages auch unsere, oh, bin ich eins zu weit, Entschuldige, da liegt auch unser Fokus drauf, wir wollen die absolute Spitze fördern. Und das geht nicht mit 100 oder 200, sondern in unseren Auswahlmannschaften haben wir immer Kader um die 30 Leute. Also erinnert euch nochmal, wir hatten am Anfang gesprochen von bis zu 3000 Personen, 3000 Jungen und Mädchen, vielleicht 2500. Und das reduzieren wir dann runter über DFB-Stützpunkt, über das NLZ, über die Sportschulen auf unseren Kader dann für die Landesauswahl. Weil am Ende des Tages ist unser Ziel, mit 16 Spieler oder Spielerinnen zu einem Turnier zu fahren, das vom DFB veranstaltet wird, und dort einen Spieler, eine Spielerin oder mehr zu Nationalspielern zu machen. Und das geht nur auch, wenn man miteinander arbeitet, wenn man miteinander kommuniziert. Und wir versuchen durch regelmäßige Talentsichtungen, durch Vereinsbeobachtungen, das können wir aber nicht alleine machen, sondern wir brauchen Verbandskollegen, wir nehmen unser Funktionsteam mit dazu, wir haben die DFB-Stützpunkttrainer und wir sind vor allen Dingen ganz viel im Austausch auch mit unseren Vereinstrainern und Trainerinnen. Es gibt hin und wieder auch mal Anfragen von Eltern, die sagen, ja, hier, ich habe ein tolles Talent, und dort werden wir auch immer nachkommen. Also selbst wenn ihr auf uns zukommt, wir sind dankbar für jeden Einzelnen, den ihr uns nennt, und wir werden das auch definitiv verfolgen. Für meine U14 beispielsweise, dort nehme ich über die DFB-Stützpunkte eine Sichtung auf und habe über mehrere Jahre jetzt als nächstes den Jahrgang 2007 im Fokus. Und diese Jungs, die versuchen wir dann in Trainingseinheiten, in Sichtungseinheiten, in Lehrgängen mit anderen Landesverbänden so vorzubereiten, dass wir am Ende eine schlagkräftige Truppe zusammen haben, mit der wir nach beispielsweise in Bad Blankenburg oder nach Duisburg reisen, um dort gegen ganz viele andere Landesverbände, 21 an der Zahl haben wir in Deutschland, auch spielen. Ja, das erstmal zur Landesauswahl. Micha, gibt es bis dahin irgendwelche dringenden Fragen? Ich schaue nochmal über die Liste. Es gab den Wunsch, dass die Trainingsorte und Tage der Stützpunkte auf der Homepage veröffentlicht werden. Das habe ich jetzt einfach mal so als Wunsch notiert und als machen wir gekennzeichnet. Und die dringendste Frage mit Abstand war, wird es auch weitere Webinare für die Lizenzverlängerung geben? Da kannst du ja zum Abschluss noch mal ein, zwei Sätze sagen. Und es gab ja vielleicht noch zwei Talentförderthemen. Zum einen, wie wähle ich eigentlich die besten Spielerinnen und Spieler aus? Und die Bitte, kannst du auch noch einen Satz zur Talentförderung im Futsal verlieren? Talentförderung im Futsal wäre ja beispielsweise ein super Ansatz für ein nächstes Webinar. Von daher würde ich ganz gerne das ein Stück weit zur Seite legen, aber auch der Dozent steht schon in den Startlöchern, und wie gesagt, es kommt gleich noch der Ausblick auch von uns. Wir sind nämlich mit großen Schritten Richtung Ende schon gekommen. Die zweite Frage, kannst du die bitte nochmal wiederholen? Da ging es um den, wie finde ich überhaupt die besten Spielerinnen und Spieler, wie wähle ich die aus, wenn ich also Vereinstrainer bin? Und vielleicht kannst du in dem Zusammenhang gleich noch sagen, hier ist noch eine Frage aufgeploppt, wie läuft eigentlich die Sichtung dort an, die Spielerinnen, oder gibt es da im Wesentlichen telefonischen Austausch mit den Vereinstrainern? Entschuldige, du warst gerade weg. Die zweite Frage nochmal. Wie läuft die Sichtung durch die Landestrainer vor Ort? Schauen sich die Trainer die Spielerinnen und Spieler an oder gibt es im Wesentlichen telefonischen Austausch mit den Vereinstrainern? Zur ersten Frage. Es ist natürlich
schwierig, je nachdem, wo man ist, auf welcher Ebene im Verein. Was bin ich für ein Verein? Habe ich erstmal die Möglichkeit, aus einer großen Vielzahl, die zu mir kommt, auszuwählen. Und dort ist es natürlich so dieses Perspektivische, auf das wir auch viel achten. Ich hatte in meiner ersten Auswahlsaison hatte ich einen Jungen, der war gefühlt 1,20, aber der war so ein Techniker vor dem Herrn. Den kann ich oder den muss ich einfach mitnehmen, ne? Weil das ist das, wo auch für uns der DFB einfach drauf schaut. Und er hat so schnelle Füße gehabt, er hat so schnelle Gedanken gehabt. Das war einfach richtig, richtig klasse. Und Größe ist erstmal im Bereich der unteren Talentförderung für mich kein Ausschlusskriterium, das muss ich ganz klar sagen, weil perspektivisch können die Kleinen ja auch noch die Größeren übertrumpfen. Wenn man natürlich in einem Verein ist, der sehr, sehr viel Zulauf hat und ich mit einer Leistungsmannschaft oder zwei Leistungsmannschaften spiele, könnte ich mir gut vorstellen, dass man auch dort Sichtungstage macht und womöglich ein Konzept hat, nachdem man auswählt, dann auch die Spieler und Spielerinnen, die dann in den einzelnen Altersbereichen zu mir kommen. Die andere Frage, die gestellt worden ist, die hatte ich so ein bisschen angeschnitten. Also wir gehen mit unserem Funktionsteam, mit den DFB-Stützpunkttrainern, auch im weiblichen Bereich wöchentlich an den Wochenenden zu den Spielen. Wir schauen uns das Ganze an, treten danach mit den Trainern in Kontakt und wollen aber auch, dass wenn wir aus welchen Gründen, also viel ist halt Zeit, wenn wir mal nicht da sind, dann würden wir einfach gerne den Austausch haben. Und diesen Austausch benötigen wir unbedingt, weil ansonsten verstehen oder können wir es gar nicht wissen, dass dort ein Topspieler, eine Topspielerin ist. Und dann werden wir alles dafür tun, um genau diese Talente zu sichten. Am Anfang haben wir im unteren Bereich die DFB-Stützpunkttrainer, die das machen, die mit uns ganz viel kommunizieren. Und in den älteren Bereichen schauen wir auch, und das muss ich ehrlicherweise sagen, weil ja auch irgendwo es ganz in eine Pyramide endet. Wir schauen erstmal in die allerobersten Klassen, ne? Weil dort geht man ja davon aus, dass wenn jemand in der Bundesliga oder Regionalliga spielt, dass dort die besten Spieler erstmal spielen. Wenn sich dann einer auf der Kreisklasse-Ebene trotzdem gut macht und dort mit 35 Toren die Torschützenliste anführt, heißt es noch nicht, dass er trotzdem das Top-Niveau von einem Regionalliga-Stürmer hat, der vielleicht auch nur ein Tor bisher geschossen hat. Trotzdem, wir freuen uns über jeden einzelne Information. Gut, das zu diesem Punkt. Gehen wir mal zu unserem letzten Punkt. Ich habe es ja schon angedeutet. Wir alle versuchen am Ende des Tages für die U-Nationalmannschaft oder selbst für die A-Nationalmannschaft Spieler und Spielerinnen bereitzustellen. Das benötigt allerdings eine Ebene und eine Basis, die extrem wichtig ist. Und jede Ebene hat einfach ihren Teil, ihren Anteil, damit beispielsweise Talente, die es in Brandenburg gibt, die dort geboren sind, ihren weiteren Weg gehen. Es gibt aber auch den Fall, dass wir Spieler und Spielerinnen bekommen aus anderen Landesverbänden, die aber so reifen, dass sie danach für Profibereiche oder aber auch für die Nationalmannschaft Leistungsträger und Leistungsträgerin werden. Des Weiteren haben wir auch die Möglichkeit, Jungs, die zu uns kommen, die Möglichkeit und das Sprungbrett zu bieten, ein Stück weiterzukommen. Hier im Bild Maximilian Philipp von Cottbus nach Freiburg, von Freiburg nach Dortmund und jetzt spielt er bei Dynamo Moskau. Und das allerschönste Beispiel ist natürlich, wenn jemand aus Brandenburg kommt, egal ob männlich oder weiblich, in Brandenburg ausgebildet wird und in Brandenburg bleibt und dort im Profibereich oder aber auch sogar in den Nationalmannschaftsbereich dann am Ende mündet. Das ist dann der I-Punkt von der ganzen Geschichte. Aber genau dafür sind alle Bereiche extrem wichtig und bauen aufeinander auf. Ja, Micha, wir sind kurz vor dem Ende. Ich frage noch mal nach weiteren Fragen, bevor ich zu den Botschaften, dem Ausblick
und einem kurzen Danke kommen. Martin, ich schaue noch mal kurz durch die letzten Fragen, die jetzt hier noch aufgeploppt sind, die am meisten geliked worden sind. Also wie gesagt, noch mal die Frage nach dem Ausblick, ob auch dieses Thema noch mal in Verbindung mit einer Praxiseinheit angeboten werden kann. Und bei den neuen Fragen, ja, auch ein paar organisatorische, wie gibt es denn die Einladungen zu den nächsten Webinaren? Da habe ich jetzt auch einfach mal auf den Webkalender verwiesen, der ja auch die Fortbildung sonst immer beinhaltet. Und das ein oder andere, was jetzt hier noch zu den Aus- und Fortbildungen gefragt wurde, das würde ich jetzt einfach individuell hier nochmal beantworten. Ich gucke nochmal. Ja, und es gibt noch die Frage, wie viele, ab wann sollte man mit dem im Nachwuchs mit dem Leistungssport beginnen und wie viele Trainingseinheiten pro Woche werden empfohlen? Ja, Leistungssport, also Leistung ist ja so ein großes Wort. Für den einen ist es eine extreme Leistung, wenn er einmal trainiert, für den anderen ist, der braucht es 3 oder 4 Mal, es kommt auf die Altersklasse an. Also ganz pauschal möchte ich das Ganze nicht beantworten. Es gibt unterschiedliche Definitionen auch für Leistungen und ich glaube aber, und da kommen wir auch gleich nochmal mit Menti dazu, dass solche Themen auch wunderbare Webinare sind und dazu kommen wir gleich nochmal. Die andere Frage, stell sie mir bitte nochmal. Die andere Frage, ab wann soll man das beginnen? Und ja, genau, das waren das andere, waren dann die entsprechenden, der Fortgang jetzt der Webinare, also wie kann ich da Fortbildungsstunden dafür kriegen, wo kann ich mich anmelden und wie geht es jetzt weiter? Okay, darauf komme ich jetzt noch zu sprechen. Am Anfang, ich habe noch 3 Botschaften für euch. Die erste Botschaft, der Verein ist die Basis und durch die qualifizierten Trainer und Trainerinnen darin stärkt ihr auch diese ganze Maschinerie einfach qualitativ. Von daher geht in die Ausbildung, schaut euch wahnsinnig viel an und bildet euch weiter und die Vereine drängt darauf unbedingt, dass ihr qualifizierte Trainer und Trainerinnen habt. Es benötigt in unserem riesengroßen Flächenland ein kommunikatives Miteinander, um die Spieler und Spielerinnen optimal zu fordern und zu fördern. Es nützt uns nichts, wenn wir übereinander reden, aber nicht miteinander. Wir sind extrem offen für Feedback, immer dankbar. Von daher gebt uns das. Lasst uns in den offenen Austausch gehen und das ist eine klare Botschaft, die ich auch hier mit nennen möchte. Letzte Botschaft von meiner Seite ist, auf allen Ebenen müssen die Spieler und Spielerinnen in den Mittelpunkt stehen. Es nützt mir nichts, wenn ich ein System habe, aber die Spieler und Spielerinnen können sich da drinnen nicht wohlfühlen. Schaut auf die Spielerinnen, auf die Spieler, wie wir sie individuell weiterentwickeln können. Und mit jedem individuellen weiterentwickelten Spieler schaffe ich es auch, extremen Fortschritt für meine Mannschaft zu erreichen. Das sind 3 Botschaften, die ich hier gerne loswerden möchte. Und jetzt zum Ausblick. Ihr habt lange drauf gewartet. Also, wir haben in circa 3 Wochen von der Idee bis jetzt mit diesem Webinar hier gebraucht. Das ist unglaublich. Vielen Dank für alle, die hier einfach mitgewirkt haben. Und es wird weitergehen. Jetzt nicht unbedingt ausschließlich offene Seminare, so wie dieses, sondern direkt auch für die Trainer Fort- und Weiterbildung für C- und B-lizenzierte Trainer. Und dieses werden wir veröffentlichen über den Webkalender. Und nicht veröffentlichen über den Webkalender, sondern dieses werden wir veröffentlichen auf unserer Homepage, auf den sozialen Medien. Und ihr meldet euch dann über den Webkalender an. Das wird aber alles nochmal auch explizit dort zu lesen sein. Wir haben gesagt, ein Webinar schreiben wir den Trainern 2 Fortbildungsstunden gut. Dieses Webinar von einer Länge von 45 Minuten plus eine Fragerunde, wie jetzt in dieser Art und Weise hier, wollen wir den Trainern anbieten. Und mit 2 Fortbildungsstunden natürlich auch
gut schreiben. Maximal dürfen 5 dieser Webinare durchgeführt werden. Und das heißt, ihr könnt 10 Stunden Lehreinheiten dort auch dann bekommen. Und der Rest soll dann natürlich auch, und das ist ja auch unser täglich Brot und unser Job, in der Praxis durchgeführt werden. Weil bei allem Fortschritt bin ich immer noch der Meinung, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Ich würde euch noch einmal bitten, eure Fortbildungswünsche, die ihr als Trainer habt, nochmal jetzt hier zu skizzieren. Und es wäre herausragend, wenn da ein paar Ideen kommen. Sollten euch im Laufe der nächsten Tage auch noch diese Ideen kommen, könnt ihr euch gerne entweder an mich wenden, martin.eismann@flb.de, oder aber auch sehr, sehr gerne, schaut da auf die E-Mail-Adresse www.flb.de und dort findet ihr auch nochmal alle Ansprechpartner. Ja, notiert das. Talentförderung und Scouting steht schon mal hier weit vorne. Freut uns natürlich, dass das Thema total präsent ist und ihr da auch mehr wissen wollt darüber. Ja, das Angebot ist natürlich gemacht. E-Football, effektives Training, Torwarttraining ab wann, super Arbeit im NLZ. FIFA Plus. Okay. Sehr, sehr viele Gedanken. Schon mal herzlichen Dank dafür. Wir haben schon vorab viele Gespräche geführt, wie wir auch uns aufstellen wollen und werden mal schauen, in welchen Bereich das Ganze jetzt übergeht. Das Ganze kann dennoch auch sein, dass wir weitere Fortbildungen anbieten werden, auch in dieser Form frei und kostenlos für jedermann. Und ich scroll noch mal ein Stückchen hier runter. Die gehen jetzt während der ganzen Zeit dann noch ein. Wir gehen noch mal weiter. Ich würde gerne mit einer letzten Umfrage starten. Wie zufrieden seid ihr? Wie hat das mit der Anmeldung geklappt? Wie war die Werbung? Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? War das alles sehr, sehr einfach? Seid ihr zufrieden? Wie war die Akustik? Wie waren die Inhalte? Es würde mich freuen, wenn ihr zahlreich dort auch noch mal dran teilnehmt. Für jede Kritik, für jede positive Feedback sind wir extrem dankbar und freuen uns, dass ihr insgesamt so aufmerksam wart. Des Weiteren muss ich auch noch sagen, dass diese Inhalte, die wir jetzt hier vermittelt haben, sicherlich nur angerissen haben. Da geht es noch viel, viel intensiver rein in diese ganze Materie. Aber das würden dann auch weitere Webinare werden. Und diese weiteren Webinare werden definitiv, und das ist versprochen, auch kommen. So, Anmeldung scheint bei allen, seid ja auch alle da, weiterhin ganz gut gewesen zu sein. Von der Werbung habt ihr auch viel mitbekommen. Akustik ist auch im guten Bereich. Und von den Inhalten, ja, hat es vielleicht dem einen oder der anderen nicht so gut gefallen. Die Grundtendenz ist dennoch so im Achterbereich. Okay. Ja, kommen wir zur letzten Folie. Da war ich etwas zu fix. Ich möchte Danke sagen. Danke einerseits an Micha, der in den letzten Tagen und Wochen wahnsinnig viel für dieses Projekt auch gemacht hat, sowie auch ganz viele andere. Ich will sie gar nicht alle aufzählen, aber ihr seid top. Danke, dass ihr einfach auch zu unchristlichen Zeiten da wart und das Ganze hier ermöglicht habt. Bevor es weitergeht, Micha, hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Ich habe jetzt auch die Frage- und Antwort-Sektion für heute geschlossen und kann euch eigentlich auch nur noch mal anbieten an Martin beziehungsweise an die Kolleginnen oder Kollegen der Geschäftsstelle zu schreiben, wenn euer Thema jetzt nicht beantwortet
wurde. Und ansonsten könnt ihr natürlich alles, was heute an Folien gelaufen ist, dann in Kürze auch nochmal downloaden. Genau. Also Micha, vielen Dank für deine Qualität, nicht nur als Trainer, als Regisseur. Das war extrem klasse, das, was du hier geleistet hast. Bevor das Seminar beendet wird, nochmal eine Kleinigkeit von mir, also stellvertretend für den FLB, entschuldigt, möchte ich nochmal auch in dieser Situation einfach allen danken, von systemrelevanten Berufen über alle Leute, die sich einfach auch dran halten. Auch wir im Landesverband arbeiten aktuell an vielen Ideen und Strategien. Ich wette, wenn wir dann drauf schauen, sind wahnsinnig viele Fragen auch dazu gekommen. Bewusst haben wir uns aktuell nicht dazu geäußert. Unser Präsident hat, glaube ich, eine aussagekräftige E-Mail an alle rausgeschickt. Ich möchte nur eins sagen, und zwar, wir sind uns unserer Aufgabe bewusst, jeder Einzelne, und wir geben für die Vereine in Brandenburg einfach alles. Und wir wissen und sind uns auch bewusst, dass wir nicht immer vielleicht alles richtig machen, aber auch es immer Befürworter unserer Entscheidung gibt oder Kritiker. Versucht uns trotzdem mit Respekt entgegenzukommen und lasst uns einfach lieber miteinander reden und Ansätze finden, wie es besser wird. Jeder Einzelne, der Ideen hat, ist immer in den ganzen Kreisen, auch im FLB, herzlich willkommen. Deswegen seid ihr herzlich eingeladen, auch dort euch ehrenamtlich zu betätigen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank allen Beteiligten. Ich wünsche euch im Namen des FLB schöne Ostern. Bleibt gesund und munter. Und bis bald auf diesem Kanal oder am liebsten natürlich draußen in der Praxis. Ciao.